Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, alias Mr. T, zum Thema Stretching. Stretching, Stretching, Stretching. Und natürlich auch Faszienmassage. Das habt ihr alle vielleicht schon mal letzte Zeit gehört, die Faszienmassage in aller Ohren. Verklebte Faszien lösen und ihr habt eine bessere Kraftentfaltung, ihr habt eine bessere Regeneration, ihr fühlt euch wohler und auch die Verletzungsgefahr geht runter. Deswegen eine Empfehlung von mir. Wer regelmäßig Krafttraining betreibt, der sollte auch gucken, dass er sich regelmäßig dehnt. Stretching. Jawohl, genau, Stretching. Für Stretching gibt es einen Film von mir, Stretching 1, Stretching 2, Stretching 3. Stretching muss man nicht unbedingt im Fitnessstudio machen, sondern man kann es auch zu Hause abends machen. Das heißt, zu Hause 3-4 Mal abends. In der Regel sitzen die meisten eh vorm Fernseher immer mal, so gegen später Stunde oder auch früher Stunde. Da setze ich mich auf den Boden und dann fange ich mal an, den Körper zu dehnen. Wenn ihr dazu gleichzeitig noch euch versucht zu entspannen, das heißt über die Atmung, entspannt zu atmen, Ganzkörperstretching braucht ihr 15 Minuten, 20 Minuten und ihr seid, naja, verdammt nochmal extrem entspannt und könnt perfekt schlafen. Das ist eine gute Einschlafhilfe. Ihr habt den Muskeltonus gesenkt. Ihr fördert natürlich Durchblutung vom Muskel. Der Muskel ist nicht mehr gespannt. Die Verklebungen lösen sich. Alles perfekt. Man muss dazu auch nicht unbedingt eine Faszienrolle nehmen. Ein Stretching tut es auch. Klar, wenn man eine Faszienrolle hat, was ja zwischenzeitlich auch modern ist, muss man ja auch verkaufen, da kann man natürlich auch mit einer Faszienrolle die Muskulatur entspannen und kann die Faszien, die verklebten Faszien lösen. Ist auch eine Idee, aber macht Stretching. Faszienrolle vielleicht noch dazu für die extrem verspannten Anteile des Körpers und ihr werdet sehen, die schweren Beinchen, die sind am nächsten Tag, geht wieder ganz flott. Man fühlt sich extrem gut danach, man hat eine Tiefenentspannung danach und am nächsten Tag lässt sich dadurch natürlich auch besser und auch 2 Tage später haben wir einfach eine bessere Leistungsbereitschaft und die Verletzungsgefahr geht runter. Ihr seid geschmeidiger, die Bewegungen sind geschmeidiger. Jemand, der völlig verspannt ist, völlig verklebt ist, der hat keine geschmeidigen Bewegungen. Der sieht stumpf aus, das Ganze. Der sieht nicht elegant aus. Genau deswegen, wer im Studio schwebend durch Studio gleiten möchte, seine Übungen elegant ausführen möchte, sich nicht selbst blockieren möchte, die Bewegungen nicht blockieren möchte und dadurch nicht in eine Fehlstellung kommen möchte, der sollte auch darüber nachdenken, dass man regelmäßig Stretching betreiben kann. Und wer möchte, darf auch noch seine Faszien massieren mit der Faszienrolle zusätzlich. Alles möglich. Aber erst war das Huhn und dann kommt das Ei. Das heißt, Stretching hat einen höheren Stellenwert, weil nämlich auch die Faszienverkleben sich auch auflösen. Das war's schon, Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema, auch Stretching gehört zu einem Krafttraining dazu. Oh, das ist der Schalter. Da ist er.